Das war das eine, was wollte ich das andere? Ach, da war die Frage, ob wir das nur vertreiben oder wie wir da drin stecken. Nee, also ich stecke da seit 20 Jahren mit Herzblut in diesem Thema. Wie gesagt, das war schon aus meiner Diplomarbeit. Da habe ich halt geguckt, was gibt es für visuelle Ansätze, und dann ging es darum, wie kann ich die Vorteile davon irgendwie vereinen. Und ich habe diesen Eye-Mapping als Ansatz entwickelt. Das war im Prinzip meine Forschungsarbeit, meine Doktorarbeit. Und jetzt endlich ist daraus ein Startup geworden, wo das Ganze ordentlich Fahrt aufnimmt. Und genau. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Jetzt würde ich mal kurz vielleicht einfach so zum Hintergrund, so warum Whiteboards und Wikis und Mindmaps, wie fließt das zusammen? Es ist natürlich irgendwie stark vereinfacht, aber im Prinzip setzen sich ja gerade viele durch, so Concept Board, Miro und viele andere. Wir haben so diesen Ansatz von Whiteboards, so aus der echten Welt geklaut, und im Rechner geht das irgendwie auch. Und das ist irgendwie sehr, sehr schön einfach und intuitiv zu nutzen. Das sehe ich so als die zwei Hauptvorteile, diese Einfachheit und Flexibilität, weil ich bin nicht gezwungen, irgendeine Struktur zu benutzen. Dann haben wir an Visualisierungsansätzen sowas wie Mindmaps, wird ja häufig verwendet, klang auch schon an. Und da ist eigentlich so der Hauptvorteil, dass ich Sachen hierarchisch strukturieren kann. Viele benutzen Mindmaps ja nicht nur jetzt für Brainstorming und Kreativsachen, sondern auch einfach, um Sachen zu strukturieren, wenn ein Thema zu komplex wird, um es runterzubrechen. Und Hierarchie ist was, das benutzen wir eigentlich immer, wenn irgendwas nicht mehr handhabbar wird. Wenn es uns zu viel wird, dann fangen wir an, es hierarchisch zu untergliedern in Kapitelstrukturen, in Ordnerhierarchien und so weiter. Das können die Mindmaps gut. Dann gibt es halt Graphendarstellungen wie Concept Maps. Die können wieder im Gegensatz zu den anderen halt sehr gut Zusammenhänge und Vernetzung darstellen. Und dann gibt es noch, das ist jetzt kein visueller Ansatz, aber ich habe es hier mit reingeschrieben, so die Wikis. Da muss ich euch nicht erzählen, aber im Prinzip unterscheidet die von den anderen, dass man halt immer nur eine Sache auf einmal sieht, sehr textorientiert. Und der Vorteil daran ist, dass die halt riesig skalieren. Also ich kann Millionen Wiki-Seiten in meinem Wiki haben, ohne dass das irgendwie unübersichtlich wird, weil ich eh immer nur eine Sache auf einmal sehe. Und so sind diese Vorteile, also jeder kann halt irgendwie nur eins davon, ne? Also ich kann in einem Whiteboard halt nicht ordentlich Hierarchie machen. Und in einem Graph auch nur schwer. Und alle von den drei da oben sind so, wenn die etwas größer werden, funktionieren sie nicht mehr, dann geht die Übersicht verloren. Und jetzt ist halt so die Idee bei diesem Eye-Mapping-Ansatz, dass ich die Hierarchie reinhole, nicht durch Linien, sondern durch Verschachtelung. Also ihr habt ja schon gesehen, es gibt einfach Kärtchen auf jeder Ebene, und der Witz ist einfach, dass jedes dieser Kärtchen ist wieder wie ein eigenes Board. Und so habe ich Kärtchen in Kärtchen in Kärtchen. So kommt die Hierarchie rein. Und dann habe ich die Linien noch frei für Vernetzung und muss da nicht die für die Hierarchie verbrauchen. Und einfach nur, um zu zeigen, wie weit sich das treiben lässt, dass das einfach strukturell was anderes ist als nur ein Whiteboard. Das ist ein Beispiel, so die allererste IMAP, so die es gab. Das habe ich selber dann während meiner Dissertation dann benutzt. War eine Riesenerleichterung, als der erste Prototyp des Tools so weit war, dass ich dann damit meine Doktorarbeit strukturieren konnte. Und jetzt habe ich ja zum Beispiel aus der Literatur irgendwie Kriterien genommen und aus bestehenden Ansätzen und dann die als Kriterien zusammengetragen. Und dann ging es so darum, wie werden diese Kriterien dann durch Designentscheidungen abgedeckt und so. Und ihr seht schon, diese Pfeile flackern hier nur so auf, weil wenn ich die alle einblenden würde, hier geht es gerade noch. Aber so dicht vernetzte Graphen werden ja ganz schnell komplett Spaghetti, sodass ich die nicht mehr nutzen kann. Und deswegen machen wir es hier so, dass normalerweise ich dann nur die Verbindungen sehe, wo ich jetzt gerade hinfasse oder von was markiert ist. Und dadurch wird es auch ein bisschen übersichtlicher. Aber was ich eigentlich zeigen wollte, so diese erste Map ist da auch nur ein Teil von dem, was ich dann damals für meine Dissertation so hatte. Da war noch die Publikationsplanung und einfach Notizen und so. Und
Auch das liegt inzwischen irgendwie nur noch im Archiv. Und das Archiv ist auch nur ein Teil von Dingen aus dem iMapping-Projekt. Und das iMapping-Projekt ist auch nur Teil von meinem Leben. Und so kann man sehr, sehr große Wissenslandkarten machen, weil irgendwie hat ja doch alles mit allem zu tun. Aber es gibt Bereiche, die einfach für sich genommen auch stehen. Und was ihr jetzt seht, das ist hier ein bisschen hingebastelt. Das sind jetzt Screenshots aus dem alten Tool. Aber im Prinzip ist diese Karte, die ihr jetzt seht, mehr als 10.000 Kärtchen groß. Einfach zum Vergleich, ne? So eine Mindmap, die hört auf, bei 50 bis 100 Karten übersichtlich zu sein. Und das sieht jetzt für euch vermutlich wild aus. Aber für mich ist das über 10 Jahre gewachsen. Und selbst ohne das lesen zu können, finde ich mich darin natürlich visuell zurecht, ne? Weil ich weiß irgendwie hier, das war damals auf der und der Konferenz, das und das Mapping und hier oben liegen meine Notizen und so. Genau, also das war so einfach, um zu zeigen, wie diese Tiefe eine Dimension eröffnet, die im Prinzip eben das mit reinholt, was ich sonst nur bei den Wikis habe, dass ich eigentlich beliebig viele Inhalte noch irgendwie grafisch strukturiert kriege. Und übersichtlich ist es halt dann nur auf einer gewissen Ebene. Ja, und wenn ich so weit draußen bin, dann sehe ich nur, ja, hier ist halt die alte Map. Und trotzdem ist das Reinnavigieren natürlich viel schneller, als wenn ich mich jetzt durch eine Ordnerhierarchie oder eine Seitenhierarchie klicke, weil ich ja viele Hierarchieebenen auf einmal gucken kann und dann mit einem Doppelklick gleich viel weiterkomme. Heiko, da So, hebt das jemand die war's Hand. erstmal. Ja, genau. Bitte? Ich wollte jetzt Ja. einfach mal eine Atempause abwarten. Ich hätte da mal eine Frage dazu, Heiko. Kann ich denn prinzipiell eine übergeordnete Map erstellen, so für ein ganzes Team, auf die dann alle zugreifen können? Und kann sich dann da jeder seine eigene Map individuell nochmal daraus zusammenbasteln? Oder gibt es dann halt nur individuelle Maps? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ja, also jetzt muss ich auf zwei Ebenen antworten. Das eine ist immer, was kann die jetzt aktuelle Software heute schon? Und das andere ist, wie ist es gedacht, wo wollen wir hin? Und die jetzt aktuelle Software, ich kann solche Maps teilen fürs ganze Team oder halt irgendwie Leute reinholen, so wie man das bei Concept Board auch gesehen hat. Was angedacht ist, aber noch nicht geht, ist, dass ich jetzt sage, ich schnapp mir einen Teil dieser Map und packe den in meine eigene, sodass es für mich in einem anderen Kontext steht, aber das, was da drin ist, ist immer noch das gemeinsame Geteilte. So, das wollen wir machen, aber das gibt es noch nicht. Im Moment ist es so, diese Ebene, auf der ich die Zugriffsrechte quasi habe, das sind einfach dann ganze Maps. Ich habe dann eine Map für Team und dann eine für meine Sachen und kann da reinlinken oder so. Wann habt ihr das denn? Das letzte. Vielleicht bald. Wir sind jetzt gerade diese Woche dran, dass wir eben auch Office-Dokumente und so in der Map anzeigen können. Und dann ist einer der nächsten Schritte, dass wir Webseiten anzeigen können und dann, warum nicht, auch eigene Maps. Also wir sind relativ nah dran. Es steht jetzt noch nicht an einem konkreten Punkt. Bis wann brauchst du es denn? Gestern. Also. Ich werde es weiterleiten, dann geht es zumindest mit in die Priorisierung. Ne? Wir haben natürlich viele, viele Richtungen, in die man das jederzeit weiterentwickeln könnte. Und wir müssen immer so gucken, was ist der nächste Schritt. Ich würde dir auch einfach noch mal eine persönliche Nachricht schreiben. Ich möchte jetzt hier den Rahmen nicht sprengen und Ja. melde mich bei dir. Danke. Danke. Herausforderung. Das wäre Team Maps in persönliche Texte. Dann wollte ich da gleich anschließen. Die Daniela hat auch noch in den Chat einen super Vorschlag gebracht, Oh, dass du danke, den dieses habe ich natürlich. Zusammenfassungsbild auch in die Doku ins Concept Board einbindest, weil ich glaube, das stellt das sehr gut dar. Da kann man sich auch wieder was drunter vorstellen dann. Ja, ich will auch einfach den Link da reinstellen. Den kann ich euch jetzt auch zwischendurch mal, na doch hier aufs Ganze den Link, hier kurz in Chat tun. Das heißt, ihr könnt, wer will, nebenher
die auch einfach selber ausprobieren und browsen die Map. Wenn wir gleich noch, wenn ihr Lust habt, würde ich euch da ausprobieren. Ein Feature, das ist noch nicht released, das geht nur bei uns, bei den Admins. Das soll aber auch jetzt kommen. Dann, wir könnten dir auch komplett jetzt öffentlich schreibbar machen. Dann, aber ich habe ein Backup. Zwei Wortmeldungen. Einmal von Julia. Das ist gut. Ich sehe, genau, ich habe, danke, dass ihr das reinruft, weil ich habe das Teams-Fenster nicht immer offen, weil ich auf die andere schaue. Bitte, auch einfach reinrufen, Julia. Hi. Total spannend. Ich habe eine Frage, und zwar könnte man auch auf ein Wiki verlinken? Also kann man das nutzen sozusagen, um zum Beispiel, wenn man neu reinkommt, sozusagen Inhalte visuell, ne? Also geht es? Ja, klar. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel einfach so einen Screenshot von diesem Personenboard gemacht und daneben den Link dorthin. Okay. Und genauso kann man natürlich auf Wikis linken. Und die Idee ist schon, das ist jetzt nicht umgesetzt, aber kommt wahrscheinlich in den nächsten Wochen. Die Idee ist schon, dass ich auch die Web, oh, wo ist jetzt die Map? Hier. Auch die Inhalte, also ich würde dann gerne die Wiki-Seite in der Map sehen wollen. So, das ist natürlich die Idee, dass ich sage, wenn ich jetzt ein riesiges Wiki habe, dann muss ich jetzt nicht da alles rüber kopieren. Vielleicht will man das langfristig statt im Wiki in so einer Map pflegen, aber ich kann ja auch einfach bestehende Intranet oder so einzelne Seiten dann hier integrieren. Und es gibt Leute, die sagen so, das ist wie die Startseite für mein Gehirn. Also die Daten liegen immer noch da in den Tools, wo sie immer waren. Aber ich habe jetzt einmal eine Übersicht über alles zusammen. Ja, bei uns gibt es nämlich so einen relativ steifen Wissenskompass, der mal gewünscht war sozusagen, um Dinge besser zu finden im Wiki, weil man manchmal, wenn man neu reinkommt zum Beispiel, nicht weiß, wonach man sucht. Also, ne, also man weiß, okay, in welchem Themenfeld will ich unterwegs sein, aber ich will mich erstmal orientieren. Und genau, aber der ist eben noch nicht so tief. Und dafür, genau. Super, danke. Danke. Claudia hat noch die Hand oben. Genau, du schreibst auf deiner Homepage ja auch, dass das für die Lehre gut geeignet ist oder dass ihr die Anwendungen habt. Wie funktioniert das ganz konkret, wenn der Lehrende zum Beispiel die Lizenz hat für eine Infinity Map? Gibt es dann die Möglichkeit, dass Studierende oder Leute, die mit ihm quasi kollaborativ lernen, dann immer wieder darauf zugreifen können, dass sie eingeladen werden dazu, aber keine Änderungsberechtigungen zum Beispiel haben, sondern nur auf bestimmten Teilen was dazuschreiben können? So dass quasi eine kollaborative Map dann entsteht. Genau. Generell ja. Also wenn ich eine Lizenz habe, man kann das eh auch kostenlos nutzen. Wir haben einfach ein Limit in der Größe der Maps. Wenn ich eine Lizenz habe, bezahlte, dann kann ich große Maps machen und ich kann eh jede Map mit anderen Read-Only teilen, so wie ich euch jetzt gerade den Link geschickt habe. Was bald geht, in den nächsten Tagen, ist, dass man dann auch als Pro-Account die anderen drauf schreiben lassen kann. Das ist einfach hier ein Setting. Ich sage, ich mache es auch writable. Okay. Was leider noch nicht geht, das also passt zu der Frage darüber, dass ich das jetzt auf einen bestimmten Bereich beschränke. Also wenn ich euch das jetzt schreibbar mache, dann könnt ihr alles umräumen. Okay. Und, das haben wir auf dem Plan, aber das ist jetzt nichts, was in den nächsten Tagen kommt, weil im Moment das Rechte-Management eben auf Ebene ganzer Maps ist. Mhm. Das heißt, wenn ich sicher gehen will, dass mir keiner was zerschießt, müsste ich dann einfach zwei Maps machen. Eine, wo ich erkläre und eine, wo ich sage, so hier könnt ihr jetzt drauf losgehen. Okay. Oder ich arbeite mit Kopien. Also ich habe mir die hier jetzt einfach vorher nochmal exportiert. Ich habe gedacht, lass uns das probieren. Ihr könnt hier auch einfach reinschreiben. Wenn es mir jemand zerschießt, dann lade ich sie halt nochmal neu hoch. Das ist auch eine ganz praktische Herausforderung, die wir mit unserem Concept Board hatten. Da wäre es nämlich auch gut, wenn wir einen Großteil der Map fixieren könnten. Hm. Und andere sollen ja genau beschreibbar sein, damit die Leute Sessions eintragen können. Aber man muss Kompromisse machen und hoffen, dass die Leute nicht allzu viel kaputt machen. Meistens geht es gut, aber nicht immer. Ja, ich schreibe das hier auch nochmal auf. Nur einzelne Bereiche.
Rainer, du kannst Concept Board, kannst du die Historie wieder rausholen und damit Informationen wieder zurückholen. Ich mach's nicht, die Nicole steckt ganz tief drin und die wird es dann auch machen dann. Und dass man halt auch regelmäßig so Backups zieht und sagt, okay, da war noch alles in Ordnung, das sind die ein, zwei Sessions dazugekommen, die übertragen wir dann nochmal oder so. Naja, aber das geht jetzt vom Thema weg. Ja, also das kommt natürlich alles. Und wann, das hängt so ein bisschen davon ab, ne? Also wenn je mehr Leute sagen, ja, ich kaufe das, sobald das drin ist, vorher kann ich es nicht benutzen, aber wir winken mit Geld. Das sind Dinge, die helfen sehr, um Sachen ganz schnell hoch zu priorisieren. Ansonsten kommt es halt irgendwann. Ich bin jetzt gerade dabei, in meinem kleinen neuen Unternehmen, noch Startup-Größe, ein eigenes Wissensmanagement einzuführen. Und wir arbeiten mit Wissenslandkarten, wir arbeiten mit Whiteboards und Mindmaps und diesen Dingen und haben immer so das Problem, dass irgendwie das nicht alles unter einen Hut zusammenkommt. Also so gesehen, da wir es jetzt gerade einführen und nicht Tonnen von Altbeständen zu überführen haben, wird es auf einmal eine ganz spannende Sache dann. Ja. Also ich nehme es auf jeden Fall mal mit, werden wir dann auch die Aufzeichnung anschauen, dass ich es auch, wenn Fragen kommen, richtig wiedergeben kann und mich dann gegebenenfalls dann auch nochmal bei dir melden dann, was wir daraus machen könnten. Und bei uns ist auch gerade das Thema Rechtemanagement, so aus der Microsoft SharePoint-Welt, du kannst ja nicht nur auf einen ganzen großen Ordner, sondern auf Unterordner und Teams, Dokumentebene Rechte vergeben. Und wenn man gewohnt ist, damit sehr differenziert umzugehen, dann ist Zugangsberechtigung aufs ganze Board ja erstmal nicht so zielführend, weil man, da müsste man Abschnitte, so wie du es vorher genannt hast, dann exportieren und dann bestimmten Zielgruppen zur Verfügung stellen. Also da können wir gerne noch reden, was man jetzt quasi erstmal mit Bordmitteln so schon hinbasteln kann und wo einfach noch ein Stück Funktionalität fehlt. Heiko, ich würde dich gerne zum GFM Knowledge Café an einem Mittwoch einladen. Wir treffen uns von 12 bis 1, zweimal im Monat, dass wir es einfach ausprobieren. Das fände ich cool. Und der Rainer würde vielleicht auch kommen und die Frau auch. Ich weiß nicht was. Könnte ich mir vorstellen. Kommen wir dann mit konkreten Fragen schon. Wie schaut es jetzt da aus? An einem Mittwoch. Mit wem muss ich reden? Mit mir, Frank Gehrig, Franziska Rabe oder jemand aus der GFM. Auf der Homepage gibt es die Ankündigung. Ist ein offenes Café. Und auch hier die Teilnehmenden könnten gerne kommen. Und die Melanie, die meldet sich. Super, danke. Ja, danke schön. Du hattest vorhin gesagt, ne, als Startseite für das Gehirn. Und das fand ich eigentlich ein ganz gutes Bild. Hast du Erfahrung gesammelt, wie du zusammenarbeitest tatsächlich mit anderen, mit dieser Art von Map? Also die Mischung aus gemeinsam Inhalte erarbeiten und wiederfinden können, aber nicht alleine, sondern gemeinsam. Ja, also am stärksten merke ich es jetzt bei uns einfach selber im Startup. Haben wir natürlich kein Wiki, sondern wir haben einfach viele eigene so Shared Maps. Und das werden dann auch irgendwann viele. Und dann gibt es ja zum Beispiel hier die Übersichtsmap, wo dann wieder andere Maps verlinkt sind. Später im Idealfall wird es natürlich dann alles eine große. Im Moment ist noch so, dass je nach Browser gehen halt auch nur ein paar tausend Kärtchen pro Map. Aber das wird schnell besser. So, also dann ist halt wie bei Wikis auch irgendwie wichtig, dass man so ein bisschen das
sprechend macht und eine Struktur, die man, wenn man einfach reinguckt, soweit versteht und dann weiß, wo muss ich ihn jetzt weitersuchen. Und je mehr das was ist, wenn das eine Map ist, die sowieso nur 2-3 Leute gemeinsam benutzen, desto weniger explizit muss ich werden und dann ist man eh in regelmäßigen Meetings an dieser Map und hat einfach eine räumliche Orientierung und weiß dann, wo ich was finde. Sonst halt Textsuche. Aber es passiert schon auch immer wieder, dass man irgendwie auf so eine gemeinsame Map kommt und denkt, boah, die sieht jetzt anders aus als letztes Mal. Wo muss ich denn gucken? Und dann ist es ein Punkt, wo ich dann entweder mit der Textsuche reinspringe oder manchmal habe ich auch noch Bookmarks. Also ich kann ja auf jede dieser Karten auch direkt linken. Wenn ich die doppelklicke, dann habe ich da... Vielleicht kannst du auch nochmal die Suche zeigen. Die Suche, die ist aktuell noch, ich gehe jetzt mal kurz wieder in die Map von gerade, die ist aktuell noch sehr rudimentär, die steht auf jeden Fall noch auf der Liste, aber ich suche jetzt zum Beispiel nach, was hatten wir gerade, das Knowledge Café oder irgendwas war doch mittwochs, ne? Das findest heißt, du bereits im Chat jetzt. Sehr gut. Es ist einfach eine Volltextsuche über die Karten, die es gibt. Und was mich persönlich ziemlich nervt, das ist mir zu schnell, wenn ich da allein nur mit der Maus drüber streiche, zoomt er schon an die Stellen hin. Wo ist er? Da ist der Mittwoch. Und erst wenn ich sie anklicke, dann wird die halt angezoomt. Und dann muss ich meistens erstmal wieder ein bisschen raus. Das klingt auch falsch. Mittwoch? Schreibt sich das so? Sieht beides falsch aus. Wednesday. Jana meldet sich auch noch. Danke. Ist es mit der Suche soweit beantwortet, oder? Ja, danke. Ja, genau, Jana hier. Ich habe auch noch mal eine Frage. Wenn ich das jetzt einsetzen würde als Externe für einen Kunden, eine Kundin, inwiefern kann ich die denn exportieren? Weil ich kann ja dem Kunden nicht ewig lang Zugriffsrechte auf ihre eigene Wissenslandkarte geben. Kann ich einzelne Teile, also ist das ein großer Export oder sind es irgendwie kleinere Seiten? Wie würde das abgebildet? Also im Moment ist auch da wieder die Ebene, die Organisationsebene, die ganze Map. Also diese Karte, die ich jetzt hier für die Session gemacht habe, ist halt eine Map und die kann ich exportieren. Dann ist das eine Datei. Die aber, ich meine, mit der fängt man nicht viel an. Die kann man, so Techniker können die halt auslesen und da, weiß ich, Zeug rausziehen oder ich kann sie in einen anderen Account oder so hochladen oder ich lege sie mir in Safe als zusätzliches Backup. Was wir auf der Liste haben und noch nicht gemacht, sind so visuelle Exporte, also zum Beispiel als PDF oder so. Das wird natürlich dann nicht nur auf ganzen Maps gehen, sondern da kann ich dann auch sagen, ich möchte jetzt nur diese Karte als einzelnes PDF. Und dann wahrscheinlich würde man sowas machen, wie dass man ab einer bestimmten Tiefe wieder eine neue PDF-Seite macht, weil die ganzen PDF-Viewer, die können irgendwie maximal vielleicht so weit zoomen und dann ist Schluss. Also das, aber im Prinzip, wenn du jetzt sagst, du machst eine Map für einen Kunden, würde ich schon sagen, ja, dann gib denen doch die Rechte an ihrer Map, dann können sie die immer interaktiv im Browser, das ist halt schon das Bequemste und auch dieses mit dem Connections nur und Demand-Anzeigen, so Sachen, das geht ja dann alles nicht in einem statischen Export. Aber wie lange kann ich die Rechte übergeben? Für immer, bis du sie zurücknimmst. Okay, es danke. Es ist selbst so, wenn du irgendwann quasi deinen Account kündigen würdest, wenn du jetzt nicht verlangst, die zu löschen, wenn du quasi einfach sagst, ich zahle nicht mehr, du wirst wieder kostenloser Account, dann behältst du deine Maps, du kannst sie nur nicht weiterschreiben. Und die Freigaben bleiben dann freigegeben. Okay, vielen Dank. Der Florian hat sich gemeldet. Danke für die Moderation. Ja, bitte. Den gar nicht. Dann ist die Claudia danach, hatte eine Frage.
ja, datenschutzrechtlich, wenn ich das so mache, wie jetzt meine Vorrednerin das gefragt hat, das wird für mich auch interessant sein, aber dann ist immer die Frage, wo liegen die Daten von dieser Concept Map oder von diesem Infinity Board? Also die liegen bei uns in der Cloud und die ist gehostet bei Hetzner, ausschließlich auf deutschen Servern. Und wir lassen keine anderen Systeme an die Inhalte. Und die Daten können bei Bedarf auch wieder gelöscht werden? Ja, klar. Okay, super, danke schön. Das müssen wir ja. Ja. Also Diana. Im Moment geht es nur per Mail, per Anfrage an uns. Also du kannst deine Map löschen, aber wenn du sagst, ich will, dass ihr, das haben wir auch immer wieder, dass Leute sagen, löscht meinen Account und alles, was dazugehört, dann machen wir das von Hand in allen Systemen noch. Weitere Fragen von Jana, dann Florian, Claudia und nochmal Florian. Es war ein Versehen. Okay, Florian, du hast zweimal Jana. Ja. Achso, ja, ich war einmal abgestürzt, mein Teams, keine Ahnung. Mich interessiert, du hast jetzt hauptsächlich Texte verwendet, kaum Bilder. Wie kann ich Bilder integrieren und wo erreiche ich dann schnell Größenlimits, weil ich dann ja deutlich mehr Daten habe? Das Gleiche gilt auch für Office-Dokumente. Du sagtest, die wollt ihr einbinden. Werden die mit bei euch gespeichert oder wo in der Cloud muss ja irgendwo mein Office-Dokument dann auch angezogen werden. Also Bilder, wie kriege ich die rein? Im Moment so entweder du sagst hier Add Image oder auch einfach über die Zwischenablage. Ich mache jetzt mal einen falsch verstanden. Du hast jetzt hauptsächlich Text genutzt. Klar kann ich Bilder einbinden. Bevor es in die Knie geht. Genau. Weiß ich nicht genau. Also bisher gehen die vor allem in die Knie, wenn die Maps sehr groß sind. Was ist mit Bildern ja schnell der Fall? Ach so, ja, nee, ich meine jetzt hier in der Tiefe. Müssen wir probieren. Es hängt stark auch einfach von den Umgebungen ab. Also auch die Browser sind da sehr unterschiedlich. Ich merke, dass zum Beispiel Chrome 10-mal flüssiger ist als Safari. Also 10-mal schneller rendert. Und dann ändert sich das stark von Browser zu Browser. Und da kann ich aber auch sagen, das ist was, wo wir wirklich einfach in regelmäßigen Schleifen an die Performance und Skalierbarkeit rangehen. Das heißt, das ändert sich, also es wird im Prinzip kontinuierlich besser. Und wir haben es ja auch im Namen dieses Infinity Maps, so das Ziel ist schon, dass man die Dinger im Prinzip unendlich groß machen kann und halt auch die Inhalte immer erst dann nachlädt, wenn man sie braucht, sodass nicht alles jetzt gleich in den Browser gepumpt wird. Und sobald ich weiter rauszoome, sind das irgendwann nur noch Thumbnails, sodass ich da nicht irgendwie 200 Bilder im Speicher habe. Und ja, und mit den Dateien, wir hatten versucht sozusagen, dass man auf, also wenn ich jetzt, ich kann aus dem Browser nicht mehr auf die Festplatte linken, aus Sicherheitsgründen. Das heißt, wir haben es aktuell so, dass ich halt Dateien hochladen kann und dann landen die bei uns in der Cloud. Aber die drücken natürlich gar nicht auf die Performance, weil das nur ein Link ist. So, da ist dann einfach, ich habe das hier bei meiner Doktorarbeit oder Diplomarbeit, da ist dann hier so ein Download-Symbol und dann kommt die Datei. Und das Datenlimit, wenn ich jetzt so einen bezahlten Plan habe, wie viel kann ich da bei euch in der Cloud lassen? Ich glaube, aktuell sagen wir, beim Pro sind es 500, also ein halbes Gigabyte und beim Unlimited haben wir 5 Gigabyte draufstehen. Okay. Unter uns aktuell zählen wir es gar nicht. Und es wird mit Sicherheit mehr werden in der Zukunft. Wir wollen halt irgendwie das Einzige, wir wollen einfach verhindern, dass man uns jetzt als einen reinen Cloud-Space missbraucht, nur weil da Unlimited steht oder so. Aber okay, reicht schon, danke. Die Julia hatte sich noch gemeldet und wir haben noch so 4 Minuten. Hattest du noch was, Julia? Ich hatte jetzt gerade noch mal geguckt, weil jetzt auch so, ich war direkt noch mal auf der Homepage von euch quasi, also Sign up for free war da jetzt gerade. Was könnte ich denn da jetzt erst schon mal testen für mich?
Weil eigentlich ist es ja sozusagen mit Mitgliedschaft, wenn ich es richtig verstanden habe. Also der, so ein kostenloser Account, der bleibt kostenlos. Das ist nicht so ein 30-Tage-Ding, was abläuft. Mhm. Und du hast auch aktuell die volle Funktionalität. Es ist nichts, was man irgendwie erst bei Pro kann. Du hast einfach ein Limit von maximal 3 Maps. Mhm. Auf jeder Map maximal 150 Karten. Okay, aber so zum Ausprobieren ist es ja auf jeden Fall schon mal eine gute Möglichkeit. Genau. Perfekt. Und dann, ja, wenn du zum Ausprobieren mehr brauchst oder so, dann melde dich halt. Danke. Ich hätte einen Vorschlag an die Gruppe, dass der Heiko Feedback bekommt über den Chat. Vielleicht, dass ihr 3 Punkte, die ihr toll findet, einfach ganz kurz hier im Chat sagt. Zählt gleich runter und ja. Wie heißt das? Chatstorm oder so? Ich habe keine Ahnung, wie das. Die Brainwriting. Okay. Nee, eigentlich ist das ja Feedback. Ja, bitte, sehr gerne. Wird das okay für euch? Ja, dann gebt ab an die Tasten. Ich mache mal den Screenshot wieder raus, weil wenn der Link jetzt öffentlich wird. Braucht ihr ein Go oder macht ihr schon selber? Die ersten Sachen kommen schon. Jawohl. Soll ich das Video mal anhalten? Oder kommt noch was? Von mir nicht. Wenn die Zeit ist ja eh gleich um, dann gerne. Eine Hand ist da jetzt nochmal hoch. Das ist nicht meine. Michael Plan. Ich würde noch mal fragen, diese Map, die ihr gerade gemacht habt, ist die über diesen kostenlosen Account, ist die verfügbar? Kann man sich die angucken oder ist die ist wahrscheinlich schwierig? Ja, ja. Nee, also du kannst auch ganz ohne Account. Also wenn du oben okay. im Chat guckst, der erste Link im Chat, kannst du einfach ganz ohne Anmeldung auf die Map. Alles klar, danke.